Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, man kann nur hoffen, dass heute nicht zu viele Menschen am Livestream zugucken bei dieser Debatte, weil das Thema ist viel zu ernst, als dass wir das hier zu einer Karnevalsnummer machen sollten. Auch wenn ich selber gern lache, ich bin ja aus Ostwestfalen ausgewandert ins Rheinland, aber diese Debatte um das Stauland NRW bedarf viel mehr Ernst, als das bisher in den Redebeiträgen zum Ausdruck gekommen ist. Herr Kollege Lehne, Sie hatten eine einmalige Chance, die Christian Lindner gestern im Bundestag ja genutzt hat, sich nämlich zu entschuldigen für diese Wahlkampagne aus dem Jahre 2017. Das wäre mal ehrlich gewesen. Ich habe jetzt zwar kein Gebiss dabei wie Kollege Löcker, aber die Wahlplakate sind ja im Internet alle noch zu finden. Mehr Bewegung, weniger Stau, deshalb CDU schneller voran. Wozu noch Frühstück? Ich beiß jeden Tag beim Stau ins Lenkrad. Damit es anders wird, uns reicht es, wir wählen CDU, ein Plakat, was eher an AfD-Style erinnert. Oder Herr Lindner mit Unterhemd, ja, doch, also komm. Dieses Plakat ist schon sehr, sehr populistisch, liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU. Sehr, sehr populistisch. Und Herr Lindner im Unterhemd morgens hinterm Steuer. Nicht Pendler sollten früher aufstehen, sondern die Landesregierung. Wir brauchen den Wechsel, deshalb FDP wählen. 3 Jahre später hat sich in diesem Bereich nichts getan. Wir haben mehr Staus in NRW. Und der Verkehrsminister meint, dann noch einen peinlichen Streit und das Verkehrsministerium mit dem ADAC führen zu müssen, welche Staustatistik jetzt die bessere ist. Sie könnten doch eingestehen, dass die Worte von Mike Groschek vor einigen Jahren, als er gesagt hat, jetzt kommt ein Jahrzehnt der Baustellen, dass das ehrlich war. Das war ehrliche Politik zu sagen, wir werden in den nächsten Jahren unsere Infrastruktur sanieren müssen. Stattdessen haben Sie den Leuten Sand in die Augen gestreut, haben einen knappen Wahlsieg eingefahren und 3 Jahre später merken Sie, dass das nicht einzuhalten ist. Das ist die Lage und deswegen führen wir heute diese Debatte. Lieber Kollege Löcker, aber eins kann man der CDU nur wirklich nicht vorhalten und das haben Sie eben gemacht. Die CDU hat im Wahlkampf keine Verkehrswende versprochen. Sie haben nicht versprochen, dass wir eine Änderung unseres Mobilitätsverhaltens bekommen, sondern sie setzen auf die alten Antworten. Wenn man sich den Haushalt 2019 anguckt, wenn man sich den Haushalt 2020 anguckt, liebe Kolleginnen und Kollegen der Regierungsfraktionen, es gibt keinen Cent mehr für den Radwegebau. Es ist zwar eine kluge Entscheidung zu sagen, Aufbruch Fahrrad nehmen wir hier an, aber was heißt das denn, wenn wir sagen, Aufbruch Fahrrad und Mobilitätswende? Das heißt, wir müssen massiv in den Ausbau von Radwegen und anderer Infrastruktur investieren. Und in diesem Haushalt nehmen Sie keinen Cent mehr in die Hand, sehr geehrte Freundinnen und Freunde. Nein. Gucken Sie in den Haushalt rein. Es gibt für Radwegebau dieses Jahr keinen Cent mehr. Es ist der gleiche Etatansatz. Es ist der gleiche Etatansatz in 2019. Ich kann da ganz gut lesen. So, wir hätten heute eine Chance gehabt oder haben noch eine Chance, die Abstimmung ist ja noch nicht gelaufen im Bundesrat, was gegen Staus zu tun, nämlich indem wir für ein Tempolimit plädieren würden. Das, alle Verkehrsforscherinnen und Verkehrsforscher sind sich da einig, mit einer vernünftigen Tempobegrenzung kommen wir zu flüssigerer Mobilität auf unseren Bundesfernstraßen. Und lieber Kollege Lehne, ich hatte leider keine Redezeit mehr am Mittwoch, dass Sie uns vorgehalten haben, wir würden hier eine ideologische und populistische Politik machen mit dem Tempolimit. Der Streit ist doch bei Ihnen in der Landesregierung. Da gibt es die Landesumweltministerin, die in der Westdeutschen Zeitung am 29.01. erklärt, sie könnte durchaus einen Gefallen an Tempolimits finden. Und da gibt es den Landesverkehrsminister, unterstützt offensichtlich vom Ministerpräsidenten, der in die andere Richtung geht. In der Bundesregierung ist es immerhin so, dass die Parteifarben unterschiedlich sind. Da gibt es einmal die SPD-Umweltministerin, die dafür plädiert, und den CSU-Verkehrsminister. Hier ist es eine Partei. Sie haben in dieser Frage keine klare Linie und ein vernünftiges Tempolimit würde auch die Staus reduzieren in Nordrhein-Westfalen, sehr geehrte Damen und Herren. Das ist kein Unsinn, das ist die Wahrheit. Lesen Sie sich die ganzen Gutachten durch. Jeder Verkehrswissenschaftler wird Ihnen das entsprechend bestätigen. Das ist kein Quatsch. Wir haben Rot-Grün in unserer Regierungszeit dafür gesorgt, dass es mehr Geld gibt für den Verkehrsbereich Nordrhein-Westfalen. Sind wir der Deges beigetreten? Wir haben den Stellenabbau bei Straßen NRW gestoppt. In der schwarz-gelben Regierungszeit von 2005, ich sage das immer wieder, von 2005 bis 2010 haben Sie
überproportional viele Planerstellen bei Straßen NRW abgeschafft. 670 Vollzeitstellen sind abgeschafft worden. Und heute fehlen Ihnen die Leute. Und das halten Sie uns vor. Das ist wirklich eine peinliche Nummer. Was würde uns entsprechend voranbringen? Erstmal, glaube ich, Ehrlichkeit gegenüber der Öffentlichkeit. Weil diese ganzen Versprechen, die Sie abgegeben haben, die führen nur zu Politikverdrossenheit bei den Leuten. Sie merken, dass Sie eben auch nicht die richtige Wahl gegen Staus sind. Das ist 3 Jahre später klar. Wir brauchen einen klugen Mobilitätsmix. Wir brauchen mehr Geld für den Radverkehr, das habe ich eben schon gesagt. Wir brauchen mehr Personal in den Planungsbehörden und den Ämtern. Wir brauchen beschleunigte Planungsverfahren. Wir brauchen einen Ausbau und die Sanierung des ÖPNV. Und wir brauchen auch kluge Ticketangebote, wie wir sie hier in Wien und anderen Städten und Großräumen mittlerweile finden. Wo ist der Vorschlag für ein 1-Euro- oder 2-Euro-Ticket von Ihrer Landesregierung? Auch da ist bisher nichts gekommen, sehr geehrte Damen und Herren. Zusammengefasst, dass diese Debatte heute nötig ist, hat was mit Ihrem letzten Wahlkampf zu tun. Schenken Sie den Leuten reinen Wein ein und machen Sie ehrliche Arbeit. Wir werden einige Jahre noch zubringen müssen mit der Sanierung unserer Infrastruktur, mit einer vernünftigen Verkehrswende, die die Leute mitnimmt. Es braucht keine Bevormundung der Bürgerinnen und Bürger. Die Bürgerinnen und Bürger treffen eigenständige Mobilitätsentscheidungen. Aber dafür braucht es vernünftige Angebote. Die Leute sind heutzutage willens und in der Lage, umzusteigen mit guten Rattenwegen, mit gutem ÖPNV-Ausbau, mit einer Verlagerung der Güter von der Straße auf die Schiene und auf die Wasserwege. All das im Paket würde uns voranbringen. Da hat diese Landesregierung bisher viel zu wenig getan. Machen Sie Ihre Hausaufgaben, dann können Sie im nächsten Wahlkampf anders auftreten. Beim letzten Mal haben Sie den Leuten Sachen versprochen, die nicht einzuhalten waren, sehr geehrte Damen und Herren. Danke für die Aufmerksamkeit.